herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Es ist mittlerweile sehr kalt. Ich habe meine Winterbeleuchtung hier an, also meine Lichterketten, die ihr schon in meinem letzten Video gesehen habt. Und ich habe mir einen Tee gemacht, der jetzt noch sehr, sehr, sehr heiß ist. Deswegen kann ich ihn dabei noch nicht trinken. Und ich bin mir sicher, ich vergesse während dem Video, dass er überhaupt existiert. Aber er ist hier und ja, vielleicht denke ich ja doch dran. Ich werde ihn jetzt einfach dabei hier reinstellen und hoffe, dass da jetzt nichts umfällt und dann kein Malheur passiert. Ich habe mich jetzt schön eingekuschelt. Ich habe hier einen Polster und ich habe meine Bücher hier neben mir liegen. Am Boden liegt noch eine Wärmeflasche, die brauche ich jetzt dabei noch nicht, aber es könnte sein, dass dann vielleicht im Laufe des Videos hier ein Wärmeelefant zu mir kommt. Ja, heute geht es auf jeden Fall um meinen Lesemonat Oktober. Ja, es ist schon November. Das ist so krass, es ist jetzt einfach gerade... Heute ist der 12. November. Ja, ich drehe das Video gerade einen Tag, bevor es online kommt. Und ja, es ist einfach nur krass, dass das Jahr jetzt schon fast vorbei ist. Ich kann es einfach überhaupt nicht glauben. Aber ja, so ist es. Was ich auch noch gleich sagen kann, ist, dass hier die Lichtqualität jetzt nicht mehr ganz so gut ist. Das liegt einfach daran, dass es so früh dunkel wird und ich einfach nicht dazu komme, die Videos zu drehen, wenn noch Tageslicht da ist. Das heißt, es wird jetzt wahrscheinlich bei den nächsten paar Videos immer wieder so sein, dass es einfach keine so gute Lichtqualität ist. Aber ja, ich denke, damit kann man leben und es ist nicht so tragisch, hoffentlich. Wie gesagt, geht es heute eben um meinen Lesemonat. Und ich habe im Oktober 3 Bücher gelesen, was für mich eigentlich viel ist, weil ich weiß, was im Oktober los war. Ich hatte da nämlich 3 Wochen lang an der Uni ein Labor, also eine Laborübung, und war da eben sehr eingeteilt und deswegen bin ich einfach sehr stolz, dass es dann trotzdem 3 Bücher geworden sind. Die habe ich dann zwar alle eigentlich in dem Video gelesen, wo ich meine Bildschirmzeit gegen Lesen eingetauscht habe. Deswegen habt ihr da wahrscheinlich so ein bisschen schon von meiner Meinung gehört. Aber jetzt werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen ausführlicher drüber reden und ich würde sagen, wir starten jetzt auch einfach direkt mal. Das erste Buch, was ich hier liegen habe, ist der 3. Band einer Reihe, die ich im Jahr, also in diesem Jahr gelesen habe. Mir haben bisher alle Bände unglaublich gut gefallen und ich kann auch gar nicht sagen, welcher Band mein Lieblingsband ist. Es handelt sich dabei um Ophelia's Gale von Lena Kiefer. Hier der 3. Band ist jetzt Die Sterne werden fallen. Also das ist eben hier so der Untertitel dazu. Ich mag die Reihe wirklich unglaublich gerne. Ich bin so, so froh, dass ich die gelesen habe. Mir hat das so unglaublich gut gefallen. Es war für mich bei jedem Band so, dass ich einfach nicht erwartet habe, was passiert. Also natürlich, so manche Sachen kann man sich trotzdem denken. Es sind halt, ja, keine Ahnung, manche Handlungsstränge, wo man schon weiß, okay, das wird so und so enden. Aber trotzdem finde ich, dass einige Wendungen vorkamen, mit denen ich nicht gerechnet habe. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man ein Buch liest und sich da schon vorher sehr viel Gedanken drüber macht oder auch währenddessen immer wieder halt so ein bisschen mitdenkt. Denn das mache ich nämlich eigentlich nicht. Ich meine, natürlich schalte ich jetzt nicht meinen Kopf komplett aus, aber ich denke nicht so viel über die Handlung nach, sondern lasse es halt einfach auf mich zukommen. Und deswegen ist es für mich halt auch sehr oft einfach eine Überraschung, was in Büchern passiert. Es war halt so, dass die Handlung immer weiter fortgelaufen ist oder dass die halt immer so fortgeführt worden ist, dass dann das zum nächsten großen Punkt oder zur nächsten großen Wendung führt, ohne dass es gezwungen gewirkt hat oder so, ja, als ob das jetzt unbedingt sein muss, sondern das hat für mich halt immer sehr natürlich gewirkt und ich fand die Einleitung immer richtig, richtig cool dann in diesen nächsten großen Step sozusagen und deswegen, ja, bin ich einfach nur unglaublich begeistert von dieser Reihe. Ah ja, was ich noch gar nicht erwähnt habe, ich meine, ich habe die Reihe jetzt ja natürlich schon ein paar Mal in die Kamera gezeigt und sie auch ein paar Mal vorgestellt, aber ich werde jetzt trotzdem noch mal ganz kurz erwähnen, worum es geht. Im ersten Band geht es um Ophelia's Gale, also es geht natürlich in allen Bänden um Ophelia's Gale. Und Ophelia's Gale lebt in der Zukunft. Das Ganze ist also eine Dystopie. Und in dieser Zukunft ist Technik verboten. Also vor allem so die Digitalisierung ist verboten. Ophelia's Gale ist eigentlich bis zu einem gewissen Punkt eben mit ganz, ganz viel Technik aufgewachsen und mit Robotern und was weiß ich, was es noch alles so gegeben hat. Bis dann eben die Umkehr kam. Und die Umkehr ist dann eben der Zeitpunkt, ab dem das Ganze dann verboten worden ist. Das hat der König beschlossen und ja, niemand weiß eigentlich so genau warum. Deswegen gibt es natürlich dann auch die Leute, die nicht zufrieden sind damit, dass plötzlich diese Technik verboten wurde und dass einfach das ganze Leben jetzt plötzlich wieder anders aussieht. Und da gibt es dann eben eine Gruppe, und zwar den Widerstand.
Und das sind die, die sich eben dagegen auflehnen wollen. Die wollen den König ermorden, um wieder ihr altes Leben zurückzubekommen. Und da gibt es dann eben auch Ophelias Gate, die sich diesem Widerstand anschließt. Und im ersten Band kommt es eben dann dazu, dass es da ein Aufnahmeverfahren gibt, wo sich Leute ja anmelden können, um in die Reihen des Königs sozusagen zu kommen, also um dort dann zu arbeiten und in dem, ich weiß nicht mehr, wie man das nennt, aber halt einfach so als ja Beschützer vom König, sowas auf die Art. Und da meldet sich eben, wie gesagt, auch Ophelias Gale an und sie kommt dann auch rein. Und was dann dort alles so passiert, das müsst ihr natürlich dann selber erfahren. Ich kann es nur immer wieder sagen, mir hat die Story richtig, richtig gut gefallen. Ich habe jetzt auch schon öfter mitbekommen, dass Leute die Story nicht so gern mochten. Also zumindest den Dystopie-Anteil davon eigentlich schon. Aber es kam halt auch sehr viel, also es kommt sehr viel Love Story drin vor. Das heißt, wenn ihr jetzt kein so großer Fan davon seid, dann ist es vielleicht nichts für euch. Aber ja, ich muss sagen, ich fand es halt eben richtig, richtig gut. Das muss einem auf jeden Fall bewusst sein, dass dann halt auch natürlich auch ein großer Fokus auf dieser Liebesgeschichte liegt. Ich muss sagen, dass das dann schon so ein bisschen abnimmt, dass dann halt auch andere Sachen wirklich im Vordergrund sind, aber es zieht sich natürlich trotzdem über alle drei Bücher und das kann man auch einfach nicht verhindern. Ich finde, es lohnt sich aber trotzdem. Und ja, ich würde mir wünschen, dass das Buch natürlich mehr Leute lesen. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass es den Leuten gefällt, weil ich habe immer so Angst, dass ich hier irgendwas empfehle und dann gefällt es jemandem nicht. Das wäre natürlich richtig doof. Aber es ist einfach so, Geschmäcker sind verschieden und deswegen kann man da auch nichts machen. Ich finde die Reihe auf jeden Fall richtig gut und hoffe, dass sie euch auch gefällt. Weiter geht's jetzt mit einem Rezensionsexemplar, beziehungsweise eigentlich die letzten beiden Bücher, die ich gelesen habe in diesem Monat, sind beides Rezensionsexemplare. Das erste, was ich hier habe, ist System Error von Solveig Engel. Das Buch habe ich durch Zufall entdeckt und ich fand, dass es sich richtig, richtig interessant anhört. Es ist nämlich auch eine Dystopie. Es spielt in Deutschland in der nahen Zukunft. Also es ist nicht allzu weit in die Zukunft, aber halt trotzdem ist es natürlich eine Dystopie. Und ich bin momentan sehr interessiert am Dystopie-Lesen. Also mir gefallen die gerade eigentlich richtig gut und ich würde gerne mehr von diesem Genre lesen. Deswegen habe ich dann auch das Buch entdeckt und dachte mir, dass ich das halt direkt mal anfrage und ich habe es dann nämlich auch bestätigt bekommen, worüber ich mich im Endeffekt sehr gefreut habe. Allerdings muss ich sagen, dass das Buch leider nicht so ganz was für mich war. In dem Buch geht es eben, wie gesagt, um die Zukunft in Deutschland und da gibt es einen Algorithmus und zwar der heißt Cyb. Und der ist dafür da, um Kriminalität oder um die Kriminalitätsrate zu senken und Verbrechen aufzuklären, bevor sie überhaupt passiert sind. Oder zumindest nicht aufzuklären, aber halt zu entdecken. So, indem dieser Cyb eigentlich alles aufzeichnet. Also er zeichnet halt die Handydaten auf, die Computerdaten, die Daten, die deine Soundbar zum Beispiel aufnimmt oder so. Und da gibt es eben auch eine Möglichkeit, Ton aufzunehmen und so weiter. Und das Ganze wird analysiert und dadurch soll dann eben frühzeitig erkannt werden, wenn hier jetzt irgendwie sozusagen ein Fehler im System ist oder ein Fehler im Algorithmus oder halt an Auffälligkeiten davon. Und dann soll erkannt werden, ob jetzt hier Kriminalität vorherrscht oder nicht. Und der Erfinder von diesem Code bzw. von Cyb ist Mika oder Mika, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe ihn eigentlich immer Mika ausgesprochen. Und ja, was auf jeden Fall hier dann noch passiert, ist, dass eines Tages eine Journalistin in Mikas Leben tritt, und zwar ist das Lotta. Und Lotta, wie da hinten drauf steht, erhebt ungeheuerliche Vorwürfe gegen Cyb. Und zwar will sie Mika klar machen, dass es das da einen Fehler gab und dass wegen diesem Cyb-System jemand unschuldig im Gefängnis sitzt und das schon seit mehreren Jahren. Und in dem Buch geht es dann eben darum, dass sie das Ganze ein bisschen aufklären und man erfährt eben so die Hintergrundgeschichte von unterschiedlichen Charakteren, also sowohl von Mika als auch seinem, weiß ich nicht, seinem engsten Vertrauten in diesem Cyb-System-Zeug. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr, wie der geheißen hat. Kyle. Genau, Kyle hat er geheißen. Und man erfährt auch von der Vergangenheit von dem Typen, der da eben angeblich unschuldig im Gefängnis sitzt. Das heißt, man hat auf jeden Fall so mehrere Blickwinkel. Man hat
ein paar Blickwinkel aus der Zukunft, nicht Zukunft, das natürlich nicht, aus der Vergangenheit und aus der Gegenwart. Also das ist auch immer so ein bisschen abwechselnd. Deswegen finde ich, ist es dadurch eigentlich schon ganz spannend. Was ich hier nämlich auch richtig gerne mochte, war, dass man die Vergangenheit erfahren hat und dann quasi der Sprung auch in die Zukunft kam oder halt in die Gegenwart, beziehungsweise dann einfach in der Vergangenheit die Sprünge zwischen den verschiedenen Charakteren kamen. Und dann wusste man eigentlich, was bei diesem Charakter passiert ist und was der Hintergrund von dieser Handlung war und so weiter. Und dann weiß man halt einfach, dass hier einige Dinge falsch aufgefasst werden. Und du denkst einfach nur so, nein, so war das gar nicht. Das war eigentlich ganz anders. Das war nicht so, wie sie denken. Und das wird voll falsch interpretiert. Und dann fühlt man sich halt richtig schlecht und man fühlt richtig mit der Person, weil man weiß, was nämlich dann passiert und so. Und das hat mir auf jeden Fall richtig, richtig gut gefallen. Was ich aber hier leider nicht so gern mochte, war einfach mal der Schreibstil. Das ist der erste Punkt. Da, mit dem bin ich nicht so ganz warm geworden, eigentlich durchgehend. Er bestand vor allem aus sehr, sehr vielen kurzen Sätzen. Also das war sehr, sehr oft so, dass die Sätze nur so, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Wörter lang waren. Und vor allem Sätze, die halt eigentlich wirklich einer hätten sein können, die wurden oft geteilt in 2 Sätze. Ich fand, dass es in manchen Situationen sehr, sehr gut gepasst hat. Vor allem bei so ernsteren Gesprächen, wo ich das eigentlich immer ein bisschen, ja, nicht unrealistisch, aber es ist halt doch so, dass man eigentlich dann oft abgehakt irgendwie redet oder halt einfach mal Sätze so ein bisschen aufteilt und nicht einen voll langen, perfekten Satz direkt einfach so rausspricht. Deswegen fand ich das da auf jeden Fall richtig, richtig gut. Aber an anderen Stellen wäre es einfach nicht nötig gewesen und es wurde mir dann am Ende einfach zu viel. Und ich bin so eine Person, ich komme einfach durch diesen Lesefluss sehr, sehr leicht raus, wenn da immer abgehackte Sätze sind oder kurze Sätze und ja, weiß nicht. Das hat einfach für mich ein bisschen so den Lesefluss eben zerstört und dadurch hat es mir dann auch nicht so gut gefallen. Also der Schreibstil jetzt. Von der Geschichte her kann ich sagen, dass ich vor allem am Anfang ein bisschen gebraucht habe, um reinzukommen. Je mehr ich dann drin gelesen habe, umso besser ist es geworden. Und dann gab es eben auch mal die Stelle, wo ich richtig interessiert dran war, was jetzt passiert und wo es mir eigentlich ziemlich gut gefallen hat. Aber am Ende war es mir dann einfach zu schnell und zu... Ich weiß nicht, ob ich das Ende richtig verstanden habe. Das weiß ich bis jetzt noch nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich das irgendwie nicht so ganz verstanden habe, was dann da im Endeffekt jetzt alles so aufgeklärt wurde und was da irgendwie so noch vorkam. Ich kann mich jetzt, wenn ich auch drüber nachdenke, gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich weiß nur noch, dass ich am Ende, wie ich das dann beendet habe, eigentlich verwirrt war und immer noch Fragen hatte, die nicht aufgeklärt wurden. Kann natürlich sein, dass ich das einfach überlesen habe, dass ich das irgendwie falsch interpretiert habe oder sonst was, aber ich war einfach am Ende nicht so ganz aufgeklärt. Ich weiß nicht, wie ich das am besten sagen kann, aber ich denke mal, ihr versteht schon, was ich meine. Und genau, das waren halt dann eben so 2 Punkte, die mich da so ein bisschen gestört haben und die das Buch für mich jetzt halt nicht schlecht gemacht haben, weil ich fand es nicht schlecht, aber es war für mich jetzt auch eben kein Buch, wo ich mir so denke, so, boah, das war richtig, richtig gut, ich bin super froh, dass ich das gelesen habe und ich will das unbedingt an alle weiterempfehlen. Es war für mich einfach so ein mittelmäßiges 3-Sterne-Buch und ja. Ich habe jetzt hier meinen Elefanten sitzen, denn es ist doch ein bisschen kalt geworden und wir machen jetzt weiter mit dem letzten Buch, würde ich sagen. Es ist natürlich ein etwas kürzeres Video, aber ja, ist vielleicht auch nicht unbedingt mal schlecht so für zwischendurch. Das letzte Buch ist oder war The Way I Break von Nina Tramontani. Das Buch war eben, wie gesagt, auch ein Rezensionsexemplar, worüber ich mich auch sehr, sehr gefreut habe. Also vielen Dank dafür. Das Buch ist der erste Band einer Reihe. Also es ist eine Reihe, die jetzt nicht immer um die gleichen Charaktere geht, sondern eben so typisch New Adult, wo in den weiteren Bänden dann die Geschichten von anderen Charakteren erzählt werden. In dem Buch geht es jetzt um Victoria und Julian. Ich nenne die beiden jetzt einfach in ihrem deutschen Namen. Ich meine, es ist natürlich eine deutsche Autorin, aber das Ganze spielt eigentlich in, nicht in London. Victoria wohnt eigentlich zuerst in London, aber sie flieht dann in die idyllische Hafenstadt Goldbridge. Es spielt aber natürlich dann in England und trotzdem werde ich den Namen einfach deutsch aussprechen, weil ich mir leichter tue. Genau, wie gesagt, es geht auf jeden Fall um Victoria und Victoria ist eine Star-Köchin. Sie hat einen Freund, das ist der Besitzer von einem Restaurant, glaube ich. Dieser Freund
ist halt eigentlich kein guter Freund. Also es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr toxische Beziehung. Und Victoria trifft halt dann die Entscheidung, dass sie aus dieser Beziehung flieht. Und zwar flieht sie eben, wie schon vorher gesagt, also von London nach Goldbridge, wo ihre Mutter damals vor vielen, vielen Jahren auch hingeflohen ist sozusagen. Und seitdem hatte eben Victoria auch keinen Kontakt mehr mit ihrer Mutter. Ihre Mutter ist nämlich auch Köchin. Ich glaube auch sogar eine sehr, sehr, sehr bekannte Köchin war das. Und die hat eben in diesem Sterne-Restaurant, was es dort in Goldbridge gibt, und zwar dem Prisma, gearbeitet. Und genau dort sucht sich Victoria jetzt auch einen Job. Allerdings unter einem falschen Namen sozusagen, also zumindest unter einem Spitznamen. Sie will nämlich eben untergetaucht bleiben, weil sie eben geflohen ist. Und ja, da will sie halt einfach dann nicht schon erkannt werden und keine Presse bekommen, damit ihr Freund dann weiß, wo sie ist und so weiter. Deswegen ist es halt eben sehr wichtig, dass sie unentdeckt und unbekannt bleibt. Allerdings trifft sie direkt an ihrem ersten Abend in einer Bar auf Julian. Und Julian ist der Sohn der Besitzerin von diesem Sterne-Restaurant. Und ja, die beiden wissen natürlich nichts voneinander, aber Victoria erzählt ihm so ein bisschen was aus ihrer Vergangenheit oder zumindest erwähnt sie den Namen ihrer Mutter. Und deswegen kann Julian dann eins und eins zusammenzählen und weiß im Endeffekt schon von Anfang an, wer Victoria eigentlich wirklich ist. Und Julian nutzt das Ganze aus und verlangt jetzt dann von Victoria, dass sie ihm das Kochen beibringt und dafür behält er dann eben ihr Geheimnis für sich. Wir begleiten natürlich dann die beiden auf ihrer Geschichte und wir begleiten Julian mit seiner Familie und Victoria mit ihrer Vergangenheit und einfach der Gegenwart, wie sie jetzt klarkommt, wie die beiden sich gegenseitig helfen und eben auch versuchen, gegenseitig oder miteinander Sachen zu verarbeiten und einfach füreinander da zu sein. Ich muss sagen, dass ich in das Buch, glaube ich, eigentlich relativ schnell reingekommen bin. Vielleicht. Ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern. Ich weiß zumindest noch, dass es mir dann eigentlich im Großen und Ganzen richtig, richtig gut gefallen hat. Bis zu einer gewissen Stelle, wo dann einfach so ein paar Kapitel vorkamen, wo ich Victorias Verhalten nicht wirklich mochte und nicht so ganz nachvollziehen konnte. Ich will hier jetzt eben nicht zu viel sagen, aber ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, wenn ich sagen kann, dass eben Victoria und Julian sich ein bisschen näher kommen. Und genau, da macht Victoria dann so ein paar Sachen, die ich jetzt ein bisschen widersprüchlich gefunden habe zu ihrem sonstigen Verhalten, beziehungsweise zu ihrer Vergangenheit, zu dem, was sie erlebt hat, was sie durchgemacht hat. Ich will aber wirklich nicht zu viel sagen. Nur, dass Victoria ein paar Sachen gemacht hat, die ihr eigentlich auch so passiert sind. Zwar nicht in so einer ganz extremen Weise, aber doch so ein bisschen. Und das war eben das, was ich dann so ein bisschen ungut befunden habe sozusagen, weil es in dem ganzen Buch ja auch eigentlich um ihre Vergangenheit ging und darüber, wie sie darunter gelitten hat und was sie alles durchgemacht hat oder was sie halt über sich ergehen hat lassen. Ich muss sagen, dass es dann am Ende so ein kleines Gespräch gab und durch dieses Gespräch habe ich das Verhalten dann ein bisschen besser verstanden. Aber es war trotzdem, während ich das eben gelesen habe, einfach nicht so schön zu lesen, beziehungsweise ja, habe ich das einfach zu dem Zeitpunkt eben nicht so gut aufgefasst. Und deswegen hat es mir dann auch nicht sehr geholfen, dass am Ende so ein klärendes Gespräch kam, weil es mir eben in dem Moment einfach nicht gefallen hat. Und deswegen habe ich bei dem Buch dann im Endeffekt auch einen Stern abgezogen und ich habe dem Ganzen 4 Sterne gegeben. Ich finde es eben nach wie vor ein gutes Buch. Es war größtenteils wirklich süß beschrieben. Ich mochte auch eigentlich die Charaktere alle ziemlich gerne, bis auf jetzt diese paar Verhaltensweisen von Victoria. Ich meine, es ist halt immer so, wenn man dann so sagt, ja, diese paar Sachen, das ist jetzt nicht so schlimm, obwohl es in dem Moment für mich schon ein bisschen blöd war. Aber ja, trotzdem, so im Großen und Ganzen mochte ich sie. Genauso wie Julian und auch die anderen Nebencharaktere, die man da so kennengelernt hat. Und deswegen freue ich mich auch schon sehr, sehr, sehr auf den zweiten Band. Da geht es nämlich dann um Echo und die hat man nämlich auch kennengelernt, ziemlich schnell oder ziemlich früh in diesem Buch. Die hat auch eine wichtige Rolle gespielt für Victoria, auch wenn sie nicht so oft vorkam. Wie die Rolle war, das müsst ihr dann natürlich selber erfahren, aber im zweiten Band geht es dann eben um diese Echo. Ich habe das dann auch direkt angefragt
Und ich habe das auch bestätigt bekommen. Das heißt, darüber freue ich mich sehr. Und das heißt, ihr werdet auch wahrscheinlich in meinem nächsten Lesemonat dann die Rezension zum zweiten Band hören. Obwohl das Buch jetzt für mich kein Highlight war, fand ich es trotzdem gut und ich würde schon sagen, dass ich euch das empfehlen kann. Das war es jetzt auch mit meinem Lesemonat. Das waren jetzt hier meine drei Bücher. Ich weiß noch nicht genau, wie viel ich jetzt hier wirklich gelabert habe. Ich hoffe, dass es nicht zu lange geworden ist. Denn jetzt, wo ich nämlich nur drei Bücher hatte, dachte ich mir so, ich kann auch ein bisschen ausführlicher drüber erzählen. Natürlich wird dann auch wieder so ein bisschen mehr Gesprächsstoff aufgewirbelt. Und das ganze Video dauert ein bisschen länger, aber wie auch immer. Ihr könnt mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare schreiben, wie euer Lesemonat verlaufen ist, ob ihr zufrieden damit seid, ob ihr Highlights dabei hattet oder Bücher, die euch vielleicht gar nicht gefallen haben. Einfach gerne alles in die Kommentare schreiben. Ich lese das immer sehr, sehr gerne und hole mir dann auch gerne immer wieder Inspiration, was ich noch so lesen könnte. Und jetzt kann ich nur noch sagen, vielen, vielen Dank fürs Anschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Tschüss! Yeah.